Heute im Studio Klaus-Erich Bötzkes. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Nach dem Sturm auf das Kapitol in Washington sind sich viele Politiker und Beobachter einig. Präsident Trump hat diesen Gewaltausbruch angezettelt. Die Rufe nach einer schnellen Absetzung werden lauter. Nun hat sich Trump in einer Videobotschaft erneut zu Wort gemeldet und die Vorfälle erstmals verurteilt. Er sei wie alle Amerikaner empört über die Gewalt. Die Demonstrierenden hätten den Sitz der amerikanischen Demokratie beschmutzt. Im Rahmen der Ausschreitungen in Washington hat ein weiterer Mensch sein Leben verloren. Ein Beamter der für den Schutz des Kapitols verantwortlichen Polizei erlag seinen Verletzungen. Damit steigt die Zahl der Todesopfer auf 5. Der Chef der Spezialpolizei trat zurück. Präsident Trump, der mit seinen Äußerungen den Mob angestachelt hatte, verurteilt nun die Gewalt und verzichtet erstmals darauf, seine Niederlage als Wahlbetrug darzustellen. Der Kongress hat jetzt die Wahlergebnisse bestätigt. Eine neue Regierung wird am 20. Januar ins Amt eingeführt. Mein Blick richtet sich jetzt darauf, eine reibungslose, geordnete und nahtlose Machtübergabe sicherzustellen. Dieser Moment ruft nach Heilung und Versöhnung. Zuvor war der Druck auf Trump gestiegen. Im Kongress wenden sich einige republikanische Parteifreunde von ihm ab. Die Demokraten fordern politische Konsequenzen. Der Präsident hat einen unsagbaren Angriff auf unsere Nation und unser Volk verübt. Ich rufe den Vizepräsidenten auf, diesen Präsidenten zu entfernen, indem er sofort den 25. Zusatzartikel der Verfassung anwendet. Wenn der Vizepräsident und das Kabinett nicht handeln, kann der Kongress vorbereitet sein für ein Amtsenthebungsverfahren. Doch für ein Impeachment-Verfahren fehlt wohl die Zeit. Auch, dass der Vizepräsident und das Kabinett den 25. Zusatzartikel anwenden und Trump für nicht geschäftsfähig erklären, gilt als unwahrscheinlich. Nach dem teils schleppenden Impfstart in mehreren europäischen Ländern gab es viel Kritik, auch an der Bestellpraxis der Europäischen Unionskommission. Brüssel will jetzt nachlegen und kündigt den Kauf von weiteren 300 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffes von BioNTech Pfizer an. Europa werde damit mehr als genügend Impfstoff in einem verlässlichen Zeitraum haben, sagte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in Brüssel. 75 Millionen Dosen seien davon bereits im zweiten Quartal verfügbar. Knapp 670.000 weitere Impfdosen von BioNTech Pfizer sollen heute bundesweit an die Corona-Impfzentren ausgeliefert werden. So hat es Bundesgesundheitsminister Rerium angekündigt. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus meldet das Robert-Koch-Institut heute 1.188 Todesfälle. Das ist ein neuer Höchstwert. Außerdem wurden innerhalb eines Tages 31.849 Neuinfektionen gemeldet. Trotz der vielen Neuinfektionen scheiden sich die Geister beim Thema Schulunterricht. Längst nicht jedes Bundesland befolgt die am Dienstag mit Bundeskanzlerin Merkel beschlossenen Maßnahmen. Leere Klassenzimmer sind derzeit Schulalltag, volle gibt es aber auch. Die Regelungen rund um den Lockdown sind länderweit verschieden, obwohl im Prinzip der Grundsatz gilt, dass kein Präsenzunterricht stattfinden soll. Abschlussklassen zum Beispiel gehen in Brandenburg aber jetzt schon zur Schule, Berlin folgt ab Montag. Andere Bundesländer auch. Schülersprecher hören viel Kritik daran. Viele Schülerinnen und Schüler sagen, ich habe Risikopersonen in meinem Umfeld, ich möchte nicht in die Schule gehen, das ist mir zu gefährlich. Sagen gleichzeitig, das ist überhaupt nicht organisatorisch machbar. Sagen, ich möchte gerne weiterhin digital beschult werden. Und erst, wenn die Infektionszahlen es zulassen, auch nur dann möchte ich in die Schule gehen. Der Fernunterricht klappt in den Schulen unterschiedlich gut, abhängig von technischer Ausstattung, Netzqualität und Erfahrungen der Lehrkräfte. Deshalb sind Elternvertreter nicht grundsätzlich gegen Präsenzunterricht, gerade für Grundschüler, die vom gemeinsamen Lernen und der Nähe von Lehrenden deutlich mehr profitieren. Die Eltern kritisieren, dass es keine nachvollziehbare Planung für die nächsten Wochen und Monate gäbe.
Erschwerend kommt wirklich hinzu die Tatsache, dass wir ja wissen, dass die jüngeren Kinder, die unter 18-Jährigen, nicht geimpft werden und uns diese Pandemie dann eben auch über die Impfzeit hinaus, wenn die Lehrkräfte zum Beispiel geimpft sind, begleiten wird. Und da fehlt uns wirklich eine klare Strategie, wie es da weitergeht. Stichwort Schnelltest, Stichwort Digitalisierung, Stichwort pandemiesichere Schulen. Auch ein bundesweites einheitliches Vorgehen wäre da wünschenswert, sagen Eltern und Schüler. Brasilien ist besonders hart von der Corona-Pandemie betroffen. Die Wirtschaft ist eingebrochen, die Arbeitslosigkeit steigt. Ein Hilfsprogramm der Regierung, das Millionen Menschen vor Hunger bewahrt hatte, ist zum Jahresende ausgelaufen. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit Corona überschritt jetzt die Marke von 200.000. Die Zeit zum Abschiednehmen war knapp. Auf dem Corona-Abteil des Friedhofs von Manaus. 5 Särge auf einmal. Es musste schnell gehen, als die erste Corona-Welle die Amazonasregion traf. Das Gesundheitssystem hier war kollabiert. Es gab nicht genug Intensivbetten. Den Ärzten mache ich keinen Vorwurf. Geschrammt hat vielmehr der Gouverneur. Denn in dem Krankenhaus, in dem meine Oma lag, gab es lediglich ein Beatmungsgerät. Andernorts ignorierten Brasilianer die Abstandsgebote. Anhänger von Jair Bolsonaro versammelten sich vor dem Präsidentenpalast. Bolsonaro selbst hatte das Virus immer wieder verharmlost. Wenn ich mich mit Corona infiziere, muss ich mir als ehemaliger Athlet keine Sorgen machen. Ich werde nichts spüren, höchstens eine kleine Grippe oder ein Schnüpfchen. Dabei musste sogar vor dem Maracanã-Stadion ein Corona-Notfallzentrum in Betrieb genommen werden. Brasilien ist das Land mit den zweitmeisten Toten weltweit. Gleichzeitig steigt die Not in den armen Vierteln. Viele Brasilianer überleben nur dank der Solidarität unter Nachbarn und Essensspenden. Wir brauchen diese Hilfe, weil wir unsere Jobs verloren haben und zu Hause bleiben müssen. Neben der Corona-Krise erlebt Brasilien eine soziale Krise, wie so viele seiner Nachbarländer, die schwer von der Pandemie getroffen wurden. Sie leben auf engstem Raum in Zeltlagern oder unfertigen Gebäuden. Syrische Flüchtlinge in Idlib, geflohen aus anderen Teilen des Landes in die letzte, noch von Rebellen kontrollierte Provinz. Ihre ohnehin prekäre Situation wird dadurch verschärft, dass der Winter und steigende Corona-Zahlen vorhanden sind. Viele medizinische Einrichtungen sind zerstört, die Hygienebedingungen häufig katastrophal. Barfuß im Matsch bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Sie sind vor den Bomben Assads geflohen. Jetzt leben sie in schlichten Zelten ohne Heizung. Lebensmittel und Trinkwasser sind knapp. Etwa 2000 Flüchtlinge haben im Camp Maret Mesrin eine Bleibe gefunden. Seit März gilt in Idlib eine Waffenruhe, doch die ist brüchig. Wir vermissen unsere Dörfer. Wir können hier nicht weg. Die meisten Städte sind zerstört. Dort können wir nicht leben. Und die syrische Armee lauert überall. Krieg, Kälteeinbruch und Corona. Die Pandemie droht in der letzten Rebellenhochburg Syriens außer Kontrolle zu geraten. Die wenigsten können sich vor der Infektion schützen. Es fehlen Masken, Desinfektionsmittel. Nur wenige Kliniken sind nicht zerstört und völlig überlastet. Atemgeräte und Intensivbetten sind Mangelware. Die Zahl der Erkrankten steigt seit kurzem steil an. Die Symptome sind oft stark. Viele schweben in Lebensgefahr. Sie sind auf Sauerstoff angewiesen. Fast täglich müssen Tote zu Grabe getragen werden. Nach Krieg und Terror bahnt sich in Idlib eine weitere Katastrophe an mit zahllosen Opfern. Und hier sind noch die Wetteraussichten. Viele Wolken und gebietsweise Schnee, Schneeregen oder Regen. In Alpennähe etwas freundlicher, -2 bis +4 Grad.